neigt man zur Romantik. Wenn nun Bomben über dir hinweg sausen und irgendwo in der Nähe auch was einschlägt, dann sucht man einfach die Nähe des zweiten Menschen, den man dabei sich hat. Und man vergisst eigentlich die Bomben und man vergisst den Krieg und man vergisst die stehende S-Bahn. Man ist sich nahe und neigt zu dem, was alle Menschen, wenn sie sich nahe sind, gerne mögen. Dazu neigt man dann. Du wirst mir doch nicht erzählen wollen, dass du dann in den Bombennächten die Liebe in der S-Bahn betrieben hast. Selbstverständlich habe ich. Aber selbstverständlich, das hast du nicht mitbekommen, bist du schwerfällig, Ernst. Ja, oh Gott. Bist du schwerfällig. Set out to rid the German nation of homosexuality. Close to 100,000 men, most of them from German Christian families, were arrested. An estimated 10 to 15,000 were sent to concentration camps. Today, fewer than 10 of these men are known to be alive. Gegen drei vorbei und wenn du mich loswerden willst, schmeißt du mich raus. Das ist ja prima, ne? Mein Lieber. Das ist schön, freue ich mich. Gut, bis nachher. Ciao, ciao. You have to imagine, I grew up in Germany and I never ever heard about the persecution of homosexuals in Nazi Germany. I did not know anything about the generation of my grandfathers, my gay grandfathers, and that I could be raised in a country where two generations ago they were persecuted, they were sent to concentration camps, and many of them were killed, and I did not know anything about it. I did not have a past at all. And it took a long time before I realized that some of these people still must be alive. It's a little bit too late in a way, coming now after 50 years and telling them
suddenly that their story is very important and we would like to hear it, and it's very valuable, and we recognize them. I mean, they're at the end of their life, and suddenly they are supposed to believe that, whereas all their life they are told, whatever you went through, we don't want to hear it. I don't think so. Hochwürdiger Gott, das habe ich auch alle schon erzählt. Ja. Haben wir gedacht, musst du denken, es ist 50 Jahre, über 50 Jahre her, da hat man zu viele andere Eindrücke und bessere Eindrücke als wie solche Scheißschrauben da, ne? Guck, da werden sie nach und nach werden alle ausgerissen. Ja. Warum reißt du die eigentlich alle raus? Ja, ich schmeiß weg. Das sind unangenehme Erinnerungen, weißt du, nicht? Ich habe auch der Bremen schon mal, der Bremen habe ich mal gestochen, aber nee, das möchte ich nicht mehr. Das ist für mich Vergangenheit und aus, nicht? Hm. Oh là là! Je vais vous donner le jour, mais je refuse. Oui. Je suis venu, on va faire très court. Oui. Très court. Sinon, je peux pas. Oui. Laisse-moi. Non, ça va. Je ne suis pas mort encore. Ça, non, non, oui. Juré que je ne donnerai jamais la main à un Allemand. Vous vous rendez compte? Et là, vous êtes là. C'est terrible, ça. Vous ne pouvez pas le comprendre, parce que vous n'êtes pas de la même génération, vous êtes jeune. Et ça, c'est une difficulté entre nous deux aujourd'hui. Vous faites beaucoup de volonté pour me comprendre, et moi, j'évite de ne pas vous faire mal. Parce que c'est difficile de parler de cette période. Das ist die Schwanburg. Die ist hier. Das war ein Tanzlokal. Auch normales. Und an bestimmten Tagen wurde es von der Schwulität gemietet. Dann war die Freude groß und die Schreierei noch größer. Und da wurde dann schwul getanzt. Und alle Augenblicke schrie dann also auch, um die Tucken ein bisschen munter zu machen. Polizei kommt. Alles rannte wie, raffte die Röcke und lief weg. Und das war gar nicht, kam gar nicht die Polizei. Kann man sich heute gar nicht mehr so vorstellen, wie es damals zugegangen ist in Berlin. Seit dem Bund-Nach-Kriege, also 14, 18 war das ja, ging es holter die Polter. Und da tanzten Männer für sich, Frauen tanzten da auch zusammen. Das war in Berlin im goldenen Jahr, ja. I think in whole Berlin,
you were free, you could do what you wanted. We had three very well-known clubs. One was in the north, where proletarian girls came, usually in their Sunday best costume, the smoky costume. I was a bit scared, I must say. If you have never seen boyish and masculine lesbians, and such a heap of them, I was surprised. I had to get used to it. And funnily enough, I saw one woman which looked a little bit like Marlene Dietrich. I don't know. Anyway, I wanted to get to know her, but she didn't care for me, of course. I was a silly little girl. But she is the one I saw occasionally later on who saved my life, because she was the one who sent me this permit. She went to England before. Existed, so did the threat of blackmail and prison. A movement arose to abolish paragraph 175, led by Dr. Magnus Hirschfeld, a scientist and pioneer in sex research. He was also a socialist, a Jew, and a homosexual. Hirschfeld's Institute for Sexual Science in Berlin drew international acclaim. Growing numbers joined his campaign for homosexual emancipation in Germany. It seemed that a new era of freedom was dawning. Well, I'm born 1906. In a small little German town on the mountains. My father had a baker shop, and on a very lovely spring day, I walked near a river and I met a very old man. He was 45 years. I was 18 and he was 45. I was very happy, and I went for 3 days in his home and lived with him, and we made, of course, love together. And I lived with him for about 10 years. Für mich fing plötzlich der Sport an, im Mittelpunkt meines Lebens zu stehen. Es war ein zweiter Magnet, war ein blonder, jüdischer blonder Sportlehrer da. Na sowas. Ganz schlank und ganz, ganz sportlich und schön.
Und der nahm mich mit in die Dusche. Jetzt duschte ich und ich duschte mich und er duschte sich. Und ich sprang ihn an. Das ist genau das Gegenteil von dem, was man den bösen Lehrern nachsagt, die Päderasten sein sollen. Ich sprang ihn an. Ich stürzte nach Hause zu meiner Mutter und sagte, Mutti, ich habe heute meinen ersten Mann gehabt. Du bist hier geboren. Hier geboren. Aber nicht in der Wohnung. Im Aufgang, eine Etage tiefer. He was born downstairs and he had his little room. This is a little room in the entrance. It's very small. And in this little room, everything happened with this, with the other boys. For decades, the youth movement had beckoned to restless young Germans. From nudists to socialists, from Zionists to German nationalists, thousands answered the call. Far from prying adult eyes and Prussian discipline, they proclaimed a romantic vision of the world, celebrating nature, friendship, and the human body. Some vowed abstinence. Others gloried in their sexuality. Hast du vergessen? Heinz? Habe ich nicht vergessen. Hast du nicht vergessen? Daran? Hier hinten? Seitlich? Stand die Couch? Die ist jetzt zugebaut. Durch die Kartons. Das war ihr Zimmer, ne? Ja. Jungenbude. War vollkommen bündig die Wände mit Fotos, mit Klampfen, die Gitarre hing an der Wand. Since Heinz was 12 years old, he had sexual relationship with other boys all the time when he was in the Boy Scout groups. He had sex with other boys and with some of the leaders, which were 20 or 21. And later on, he was a leader. Der Landesmarktführer war ja ich, am Schluss aber erst. Verhaftung. Wir, ich, mit meiner Gruppe konnten noch ein halbes Jahr bestehen bleiben. Und dann rückten die Hitlerjugendgruppen mit Schlagringen bewaffnet. Es gab also überall erheblichen Widerstand.
aber die waren stärker. Und zahlenmäßig uns weit überlegen. The Nazi Party, founded after Germany's downfall in World War I, had its own plans for German youth. Aryan purity would rescue the fatherland from the shame of defeat and unveil a glorious future. The Nazis set out to transform the nation into a unified fighting force. Meine Mutter kam von einer christlichen Familie. Der Vater ist Jude. Die Mutter trat über. Als Hitler dann kam, fing es schon sich an zu verändern. Denn die deutschen Knaben, die in der Hitlerjugend waren, mussten sich von ihren Eltern die Uniform kaufen lassen. Und da strebte nun jeder, was schneller, diese Uniform zu haben. Und es färbte sich die Klasse innerhalb von 4 Monaten in Braun. Mit schwarzen Höschen und oben braun. Etwa nach 4 Monaten Hitler hob schon jemand seine Hand und sagte, kann ich mich woanders hinsetzen? Ja, warum denn? Hier stinkt es so nach Knoblauch. Ich wusste überhaupt nicht, was Knoblauch ist. Wir haben keine gegessen. Erst jetzt, wo ich alt bin, merke ich, wie günstig Knoblauch ist. Das war die erste Anspielung auf Juden. Juden essen Knoblauch. Juden sind Knoblauchfresser. Kann ich mich nach hinten setzen? Ja, warum? Hier stinkt es so nach jüdischen Schweißfüßen. Da war es schon ganz deutlich. Und das dauerte keine 2 Monate. Ich saß allein auf der ersten Reihe. Und die verzogen sich von mir. Sie zogen sich zurück im wahrsten Sinne des Wortes.